Ja, es gibt derzeit nach wie vor eigentlich nur ein Thema, die Schuldendebatte in der Eurozone und was das für mögliche Konsequenzen auch für den Bankensektor haben wird. Frau Navidi, jetzt gibt es neue Überlegungen, Banken stärker zu kapitalisieren, um das gut zu machen, mögliche Verluste aufzufangen aus Griechenland. Das soll vielleicht sogar mit Steuergeldern finanziert werden. Banken selber wehren sich dagegen. Was halten Sie davon? Das macht durchaus Sinn, denn es steht fest, dass Verluste entstehen werden. Abschreibungsbedarf ist mittlerweile revidiert worden von anfänglich über 20% auf mittlerweile über 50%. Manche Schätzungen gehen auch davon aus, dass die Verluste bei bis zu 70% liegen werden. Und wenn man die Banken vorher kapitalisiert, dann würde man sie stabilisieren im Vorfeld und damit auch dem Markt Sicherheit geben, anstatt dass man wieder abwartet, dass alles zusammenbricht und im Nachhinein dann wieder Geld in das Fass ohne Boden reinwirft. Jetzt haben wir mit der französisch-belgischen Bank Dexia die erste Bankenpleite in der Eurozone. Ist das nur ein Vorbote von dem, was noch alles auf uns zukommen wird? Das könnte man so sehen. Dexia hat bei dem Stresstest, der letztens durchgeführt worden ist, mit fliegenden Fahnen bestanden und ist dann mir nichts, dir nichts jetzt kürzlich auseinandergeflogen. Von daher ist es davon auszugehen, dass es in Europa Bankpleiten geben wird. Das zeichnet sich ab. Die Regierung wird dann wahrscheinlich Gewinner und Verlierer aussuchen müssen. Das wird nach Systemrelevanz gehen. Die Institute, die so groß sind, dass man sich nicht pleite gehen lassen kann, werden dann gerettet werden. Das erinnert ja alles ein bisschen an den Herbst 2008. Erwarten Sie denn bei dem ganzen Hin und Her ähnliche Probleme, wie wir sie vor 3 Jahren etwa mit AIG, mit der American International Group gesehen haben? Ja, das Problem spielt auch noch mit rein, dass von den Credit Default Swaps, Kreditausfallversicherungen, viele Institute sagen, uns kann nicht so Schlimmes passieren, wir sind versichert gegen die Verluste. Die sind aber wiederum versichert von anderen Finanzinstituten und wenn es zum großen Rundumschlag kommt, dann können die diese Versicherungen gar nicht auslösen. Das heißt, so oder so wird es zu Problemen kommen. Es ist auch gar nicht ganz klar, welche Kreditversicherungen jetzt geschlossen worden sind, weil das ist ein Bereich, der absolut intransparent ist, schwer einzuschätzen und das ist an sich auch nochmal ein großer Risikofaktor. Wie sehen Sie denn abschließend vielleicht dann die Zukunft des Bankensystems? Konsolidierung, wie gesagt, Regierungen werden systemrelevante Institute raussuchen müssen. Es gibt sowieso zu viele Institute. Die Dichte ist zu groß gewesen in Europa. Deswegen, auch wegen des Konkurrenzdrucks, haben sie sich auch auf viele risikoreiche Geschäfte überhaupt eingelassen. Also da werden sich noch einige Änderungen ergeben. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.